Einen wunderschönen guten Morgen am Montagmorgen wieder beim Mutmachwecker und ich freue mich wieder ganz besonders, dass du dabei bist. Und heute haben wir das Thema Angst. Wie entsteht Angst überhaupt und gibt es ein Gegenmittel für die Angst? Und genau darum geht es heute. Und ganz zum Schluss werde ich dir auflösen und eine ganz tolle Übung geben, wie du von Angst Mut entwickelst, um Mut, deine Ziele zu erreichen. Bleib dran, es lohnt sich wirklich heute. Genau, wie entsteht Angst? Fangen wir gleich dort an. Erinner dich mal zurück, oder nein, du kannst dich da nicht erinnern, weil da warst du noch zu klein, aber beobachte mal Säuglinge, Babys, ja, im ersten Jahr zum Beispiel, das ganze Jahr beobachte mal, ob die Kinder Angst haben. Von Natur aus haben die Kinder keine Angst, weil dann, das würde sie auch am Lernen hindern. Also die haben auch nicht Angst, dass sie hinfallen, sondern sie stehen auf, obwohl sie hingefallen sind und probieren nochmal gehen. Und die probieren es wieder und wieder und wieder. Also die haben da überhaupt keine Angst, dass was schief läuft. Wie kommt aber dann die Angst jetzt in das Kind hinein? Und das ist jetzt eine ganz spannende Geschichte. Und die ist aber nicht von mir, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ich bin ja kein Hirnforscher, sondern ich habe mir das von Gerald Hüther erzählen lassen. Also nicht persönlich, ich habe mir das per Video angeschaut. Und er hat ja auch ganz ein tolles Buch, wo er das beschreibt. Und er sagt ihm auch, wir sind nicht mit der Angst geboren, aber wir haben angstmachende Erfahrungen erlebt im Laufe unserer Zeit, unseres Lebens. Und genau diese Angst, also diese angstmachenden Erfahrungen prägen dann unser Verhalten. Also das heißt, wir, allein schon wenn wir abschauen, also die ersten 4 Jahre prägt ja unser Umfeld alles, gell? Also alles, was wir wissen, was wir empfinden, sehen wir ja am Anfang von unseren Eltern, Geschwistern, Lehrern, Bekannten und so weiter. Und wenn du jetzt einen Eltern hast, die zum Beispiel Angst haben, sagen wir, sie sind Beamte, sagen wir, sie sind, keine Ahnung, Angestellte, irgendwo, gell? Und haben immer Angst vor der Selbstständigkeit. Dass sie vielleicht sagen, wow, das ist gefährlich, da könntest du Geld verlieren, da könntest du pleite gehen, da musst du so viel arbeiten, da gibt es keine Sicherheit. Und jetzt hörst du das ein Leben lang von deinen Eltern und natürlich hast du dann Angst davor. Und das ist total spannend nämlich. Und was wollte ich jetzt sagen, das ist auch so. Und wenn du die Angst jetzt, die Angst ist aber in Wirklichkeit da, ich muss dir jetzt sagen, die Angst hat ja eine Aufgabe. Die hat ja die Aufgabe, dass wir uns näher dieses Projekt anschauen, das wir machen wollen. Ja? Zum Beispiel, egal, du möchtest dich wirklich selbstständig machen, dann sollst du dich natürlich damit beschäftigen, mit Dingen, die du noch nicht kannst oder die jetzt für dich neu sind. Und du musst auch nicht alles alleine machen. Also ich habe ja am Wochenende, und da werde ich in nächster Zeit ein bisschen mehr erzählen drüber. Es gibt da einen Multimillionär, in Amerika drüben war das, und der wollte der Welt beweisen, dass dieser amerikanische Traum so von 0 mit 100 Euro in 3 Monaten ein Businessaufbau möglich ist, das sehr, sehr gewinnbringend ist. Er hat da gewettet und dann haben sie gesagt, ja du mit deinem Wohlstand, das ist eh klar. Er sagt, nein. Er beginnt und das hat er gemacht und das ist sensationell und da habe ich jetzt extrem viel gelernt und das möchte ich in den nächsten paar Tagen oder Wochen einfach ein bisschen Stück für Stück weitergeben. Und der hat dann tatsächlich mit 100 Euro in einer Stadt, wo ihn kein Mensch kennt, sein Telefon war weg, er hat keine Kontakte gehabt zu irgendjemand seiner Berater. Er hat genau in einem Ort, der er noch nie gewesen ist, einfach auch noch nicht gewusst, womit er sich selbstständig macht, also auch noch keine Idee gehabt, hat er sich dem ausgesetzt und der Schritt dann, wie er das dann tatsächlich geschafft hat, das werde ich in der nächsten Zeit ein bisschen erläutern, das ist jetzt halt einfach zu kurz die Zeit, aber es ist so extrem spannend und da sind so viele Learnings, ich habe da so viel, ich habe 60 Punkte rausgeschrieben, was der da entdeckt hat oder was dem seine Lebenseinstellung ist, so muss man sagen. Und da möchte ich heute ein bisschen, und da geht es auch schon um diesen Mut, um diese Angst, etwas Neues zu machen. Und das ist eben das Spannende. Weil wenn du jetzt zum Beispiel immer gelernt hast, also unser Hirn, wie funktioniert unser Hirn? Das ist ja ganz spannend. Das Hirn macht Erfahrungen also und speichert dann das ab. Also wenn du zum Beispiel Auto fahren, nehmen wir mal Auto fahren her, weil das leuchtet jeden ein. Du gehst jetzt in die erste Stunde, dein Hirn hat null Vernetzungen, null Wege, wie Autofahren funktioniert.
Und das vernetzt sich so, gell? Und jetzt lernst du die ersten Schritte von Autofahren. Jetzt ist es wie im Hirn ein Trampelpfad anlegen. Ja, das erste Mal, alles ist neu, das ist noch nicht gefestigt. Das Hirn hat aber das Bestreben, alles automatisiert zu machen, weil es Energie sparen will. Der Körper muss Energie sparen, weil sonst hat er für die wichtigen Dinge die Energie nicht parat. Also beim zweiten Mal ist dieser Trampelpfad schon ein bisschen ein breiterer Weg, so wie wenn du auf die Alm aufgehst, ja, so ein Schotterweg. So, jetzt machst du noch mehr Erfahrungen, jetzt lernst du das Autofahren noch leichter, dann wird das schon eine Landesstraße so, oder Forstweg oder Güterweg. So, Güterweg ist schon asphaltiert, genau. Jetzt fährst du immer mehr und mehr Kilometer das Autofahren, du musst überhaupt nicht mehr denken. Also für mich ist halt Autofahren Entspannung. Überhaupt, wenn ich so große Straßen fahre oder Autobahnen, da muss ich überhaupt, das ist... Da arbeiten meine Gedanken ganz was anders. Da denke ich überhaupt nicht mehr, wie muss ich schalten, wann muss ich bremsen, wann muss ich Licht einschalten. Da denke ich nicht mehr, das mache ich automatisch. Und dann, wie gesagt, wenn man es öfters macht, dann wird es eine Autobahn. Und da muss ich nicht mehr denken. Und so arbeitet das Hirn auch. Und wenn ich jetzt vor was Angst habe, jetzt pass auf, jetzt wird es aber echt spannend. Wenn ich jetzt vor was Angst habe und ich mache es nicht trotzdem, dann lerne ich aus dem Trampelpfad, ich fange nichts Neues an, weil es könnte schief gehen. Und nur weil irgendwann einmal was schief gegangen ist, fangen wir auf einmal an, ah, das ist gefährlich, das mache ich nicht mehr, weil wir lernen ja aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit und jetzt machen wir das nicht mehr. Nur mal ein Beispiel, damit du das besser vorstellen kannst. Sag mal, du hast Angst, dass du in der Nacht in den Keller gehst. Irgendwann hat dir wer eingeredet, Dunkelheit macht Angst. Weil von Kindheit hast du das Gefühl nicht. Also ein kleines Kind hat keine Angst, dass es da... Gell? Aber jetzt lernt es in der Angst finster. So, jetzt gehst du nicht mehr in den Keller runter. Dann machst du das schon ein paar Jahre. Und immer, wenn es dann dunkel oder dämmerig wird und immer mehr Angst bekommst du vor dem dunklen Keller. Und dann wird das schon eine Panik. Weil du diesen Weg, ich traue mich nicht, ich habe Angst, immer weiter ausbaust. Hättest du aber, oder wäre jemand als Kind mit dir in den Keller gegangen und hätte gezeigt, du brauchst ja vor der Finsternis nicht Angst haben, weil da ist nichts, ja, dann wärst du trainiert worden für Mut. Aber du musst ja wissen, das wollen vielleicht nicht alle, dass du immer mutig bist. Und gerade also Angst wird auch in den Medien sehr instrumentalisiert. Das heißt, es ist viel einfacher, Menschen zu manipulieren und zu führen, wenn sie Angst haben. Und deshalb ist es manchmal auch beabsichtigt in gewissen Bereichen, dass die Menschen mit Angst sich, dass sie nicht so einen Aufstand machen, gell? Ah, jetzt, ich sage weder gut noch schlecht, ich sage jetzt gar nichts. Ich möchte jetzt nur Beispiel Angst erklären. Ob das gut ist, schlecht, was passiert, ist egal. Aber zum Beispiel diese Ausbreitung jetzt von dem Virus. Wir werden über die Medien noch mehr mit Angst gefüttert, dass wir uns fürchten davor, als es vielleicht notwendig ist. Vielleicht, sage ich. Ich sage, nein, das gibt die nicht. Und ich sage sicher, dass wir vorsichtig sein müssen. Aber es wird so viel berichtet über diese Angst, was der Virus anwirkt. Das ist die Angst ist die negative Erwartungshaltung von der Zukunft. Aber weißt du, dass sie 99% dieser negativen Erwartungshaltungen überhaupt nicht erfüllen? Und dann haben wir Angst vor was überhaupt nicht passiert. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns die Angst anschauen und trotz der Angst handeln. Also ich habe in meinem Leben auch total viele Situationen, jeder hat das, Situationen, wo du Angst hast. Und manchmal war ich mit dem Rücken an der Wand, ich habe gar nicht anders auskönnen, dass ich nach vorne gehe. Das heißt, die Angst überwinden muss. Und da habe ich so einen Leitsatz, der mich schon seit sicher 40 Jahren begleitet. Und der heißt, der Weg hindurch ist der Weg hinaus. Also du musst durch die Angst durchgehen, damit du richtig hinauskommst. Und dann hast du was gelernt, dass du vor der Angst nicht Angst haben musst, sondern dass du mutig voranschreiten kannst, weil du die Angst überwunden hast. Also wenn es dieses Gefühl der Angst nicht gäbe, dann gäbe es ja auch den Mut nicht. Ja, weil dann war das ja überhaupt nichts, dass wir einfach Mut haben, sondern das ist ja nur, wenn man trotz der Angst handelt. Das ist Mut. Und was hat das jetzt mit Vertrauen zu tun? Hätten wir
als Kind schon, als Säugling gelernt, wir können jeder Situation vertrauen, dann hätten wir gar nicht so viel Angst. Wir können vertrauen, wir haben genug Kraft in uns, etwas weiterzubringen. Und dieses Vertrauen dürfen wir jetzt wieder lernen. Weil du hast total viele Dinge, die du kannst. Du brauchst dich vor keiner Situation fürchten. Nur genau hinschauen, das ist das Wichtige. Und wenn wir so Krisensituationen haben oder wenn was schief läuft, dann betrachte das wirklich als Chance. Also gerade dieser Billionär da, der was den Versuch gemacht hat, der hat einen spannenden Satz gesagt. Also das war extrem spannend, weil der hat sich dann selbstständig gemacht und der wollte sein eigenes Bier brauen. Und in dieser kurzen Zeit hat er die Lizenz nicht bekommen und das ganze Projekt wäre gescheitert jetzt nur wegen dem, weil das halt nicht so schnell geht mit der Lizenz. Dann wäre diese 90 Tage, wäre das nicht möglich gewesen. Ja, was hat er gemacht? Er hat nicht aufgegeben, er hat gesagt, was gibt es für eine neue Lösung? Das heißt, er wollte sein Ziel haben, die Angst hat er einfach überwunden, dass da was schief geht. Er hat einfach nur an das positive Ergebnis gedacht. Und dann ist ihm eine viel, viel bessere Idee eingefallen, nämlich, dass er alle Brauereien in der Umgebung zusammenschließt und gemeinsam daran arbeitet. Genauer erzähle ich es dir auch anders mal. Aber so, also aus dieser Angst, das geht schief, oder aus diesem Scheitern, man darf ja nicht Angst vorm Scheitern haben, das Scheitern ist immer eine Chance für was Besseres. Und aus diesem Scheitern, wie es erst ausgeschaut hat, das funktioniert nicht, hat er eine extrem bessere Lösung gefunden, an die er vorher nie gedacht hätte. Und genau das ist. Also, du brauchst nie Angst vorm Scheitern haben, weil du brauchst nur einen neuen Weg suchen. Und wenn du dieses Bewusstsein kriegst, gell, dass ja alles nur da ist, um dich wachsen zu lassen, auch dieses Scheitern und diese Krisen, dann brauchst du keine Angst mehr davor haben. Du darfst vertrauen, dass du genug in deinem Leben gelernt hast, dass du das schaffen wirst. Vertraue mal in deine Stärke, vertraue mal. Und wenn du genug Vertrauen aufbaust, dann wirst du alle Dinge erreichen. Und vielleicht auf einen ganz anderen Weg, als du dir vorgestellt hast. Und deshalb möchte ich da heute, also ein Beispiel noch, was mir so gegangen ist in der Schule, da war ich vielleicht Volksschule, dürfte das gewesen sein. Und da haben wir einen Test gehabt, ich habe natürlich nie gelernt, ist eh klar, ich war total sportlich unterwegs. Und da waren wir auf einmal vor einer Prüfung und haben gedacht, boah, ich habe das überhaupt nie gelernt und nie angeschaut. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich kann jetzt da verzweifeln vor lauter Angst und Panik und einen Fünfer negativ schreiben. Oder irgendwie in mir, ich weiß es nicht, ich war damals noch nicht so weit, aber irgendwie hat es Klick gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, so blöd bin ich doch nicht, dass ich die paar Fragen nicht eh weiß aus dem Stegreif. Und dann war ich total offen für die Lösung und ich war dann auch sehr positiv. Also ich habe keinen Ansatz geschrieben, klar, aber ich war gute Mitte. Und das wollte ich dir sagen, also wenn du die Angst wegtust, dann gelingen dir Sachen, an die du vorher überhaupt nicht gedacht hast, dass die gelingen können, weil du Vertrauen in dich hast. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Und ich habe da versprochen, es gibt jetzt eine Übung, wie du dein Vertrauen wieder aufbaust, weil es kommt von außen, kannst du niemand aufbauen. Du kannst nur selber an deinem Vertrauen arbeiten. Und jetzt gebe ich dir eine Übung mit. Ganz einfach, ganz einfach. Das Einzige, ob diese Übung gelingt oder nicht gelingt, hängt von dir ab. Ob du es tust oder nur denkst. Und das ist ganz wichtig, im Tun liegt das Gelingen. Und deshalb nimm dir einen A4-Zettel, den hast du sicher irgendwo einen Schmierzettel herumliegen, muss kein schöner sein. Und da schreib einmal auf, was ist dir bis jetzt alles gelungen? Und warum sollst du das schreiben? Damit du wieder Vertrauen bekommst, in dem, dass du Dinge gut kannst. Und je mehr Vertrauen du in dich hast, desto besser gelingen auch Dinge, die du noch nicht kannst. Und dass du auch merkst, es geht nicht, gibt's nicht, sondern es ist ein Vertrauen, du wirst das auch schaffen, haben ja andere auch schon geschafft. Und wenn es ich geschafft habe, schaffst du das 100-mal. Und deshalb die Übung, nimm dir den Zettel A4 und schreib mal rauf, was dir in deinem Leben alles schon gelungen ist. Und im ersten Moment wirst du sagen, pff, nix. Stimmt überhaupt nicht. Du hast gehen gelernt, du hast schreiben gelernt, rechnen gelernt, du sprechen gelernt. Du hast gelernt, mit Menschen kommunizieren. Du hast gelernt, du bist die neuen Schulklassen durchgegangen. Du hast jedes Jahr sogar Prüfungen positiv abgelegt. Also du kannst extrem viel. Du hast entweder studiert oder Lehre gemacht oder irgendeine Ausbildung gemacht. Du hast vielleicht irgendeine Sprache nur dazu gelernt.
Du hast gelernt, wie man kocht, wie man Kinder erzieht. Du hast, boah, ich weiß jetzt gar nicht, was Führerschein hast wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast, keine Ahnung, irgendjemand kochen kannst wahrscheinlich. Stricken kannst wahrscheinlich. Nähen hast vielleicht gelernt. Oder Tischler, Handwerk oder irgendwas. Gitarre, Malen, irgendwas. Also irgendwas. Und da schreib einmal alles auf, was du gelernt hast. Und dann wirst du merken, wie cool du drauf bist, was du alles kannst. Das ist mal das Erste, dass du deinen Selbstwert steigerst und merkst, du kannst doch sehr viel. Und wenn du das jetzt ausweiten möchtest, weil Mut macht mutig, jetzt bist du schon mutiger. Und jetzt lerne jeden Tag nochmal was Neues dazu, damit du weißt, du kannst das immer noch. Und was soll das jetzt sein? Ich will ja nicht wieder in die Schule, wirst du jetzt sagen. Musst du auch gar nicht. Lern jeden Tag ein neues Rezept kochen. Oder lern jeden Tag eine Vokabel einer neuen Sprache. Oder lern jeden Tag, keine Ahnung, ein Musikinstrument. Oder lern malen. Nimm da einfach den Zettel und dann wirst du sagen, mir fällt ja nichts ein. Ganz einfach, geh ins Internet, schau bei Pinterest, brauchst nur irgendwas eingeben, malen und dann kriegst du so viel Technik und da wirst du erst sehen, oh, ist das easy? Das kann ich auch. Und da habe ich wirklich so viele Techniken gesehen, wo man richtig kein ausgebildeter Künstler sein muss und Kunstwerke schaffen kann. Und den Tipp gebe ich dir jetzt einfach. Lern jeden Tag was Neues, damit dein Selbstvertrauen, dein Vertrauen gesteigert wird und du wieder Mut bekommst, deinen Weg zu gehen. Und das wünsche ich dir für heute. Und ich hoffe, es war jetzt irgendwas Inspirierendes dabei. Die Zeit läuft davon. Und ich werde morgen in die Richtung weiterschauen, wie kann man Mut aufbauen, wie kann man Vertrauen steigern und wie kannst du deine Dinge wieder auf die Straße bringen und wissen, du schaffst das. Das wünsche ich dir für heute. Also ich wünsche dir jetzt heute einen wunderschönen Montag, Nachmittag, Tag, da haben wir noch morgen, du hast den ganzen Tag vor dir. Und ich danke dir von Herzen, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, es hat dir irgendwo einen Impuls gegeben, dass du sagst, ja, daran könnte ich arbeiten, dann freue ich mich. Und wenn du mehr wissen möchtest, zum Beispiel diese 60 Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, aus diesem Ergebnis von dem, was dieser Millionär da, seine Lebensphilosophie, seine Einstellung, wie man weiterkommt, wie man erfolgreich wird. Also ich habe da eine Liste gemacht mit 60 Punkten. Und wenn du diese Liste haben willst, dann schreib einfach in die Kommentare rein, her mit der Liste. Oder du schickst mir eine Sprachnachricht, her mit der Liste oder so irgendwas. Dann einen Tag wirst du noch brauchen, ich werde es in Schönschrift machen, weil meine Schrift kann man nicht gut lesen. Also dann schicke ich dir morgen oder übermorgen diese Liste gerne, gerne zu. Und auch mit ein paar Tipps oder Beispielen aus meinem Leben, wo ich dieses oder jenes, das ich heute schon habe, gemacht habe. Also wie gesagt, gerne schreib in die Kommentare, her mit der Liste oder eine Sprachnachricht. Ab morgen wird ein Link drinnen sein, wo du dir die Liste auch bestellen kannst. Ja, oder übermorgen. Genau, und jetzt danke fürs Dabeisein und ich wünsche dir einen extrem guten Tag und glaube an dich, ich glaube auch an dich. Und vergiss nicht, heiter immer weiter. Deine Martina.